Welche Rechtsform ist die richtige für die eigene Organisation? Die zunächst einfache Antwort: Es kommt darauf an. Bei einer Neugründung spielen neben Verein und GmbH auch Stiftungen und Genossenschaften seit jeher eine Rolle, werden aber dennoch oft übersehen. In den kommenden 60 Minuten wollen wir uns der Thematik gemeinnütziger Gesellschaftsform annehmen. Herzlich willkommen, Alexander Vielwert, Rechtsanwalt der Kanzlei Winheller. Und damit auch an Sie, liebe Teilnehmende, herzlich willkommen zu unserem Webinar aus der Reihe Recht um 11 mit unserem Partner der Kanzlei Winheller. Herr Vielwert wird uns gleich unter anderem erklären, in welcher Rechtsform Non-Profit-Organisationen grundsätzlich auftreten können, welche Vor- und auch welche Nachteile diese Rechtsform haben und welche Vor- und Nachteile für bzw. gegen den Gemeinnützigkeitsstatus sprechen. Ebenso möchte ich Frau Wolf und Herrn Demmler von der Kanzlei Winheller begrüßen, die uns fleißig im Chat unterstützen. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Mailin Perisch, ich bin vom Haus des Stiftens. Ich schalte meine Kamera jetzt aus und werde Sie später zur Fragerunde wieder dazuschalten. Ihnen nun ein erkenntnisreiches Webinar und ja, viel Freude. Und damit übergebe ich an Sie, Herr Vielwert. Vielen Dank, Frau Perisch. Ja, guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Frau Perisch hat schon angekündigt, beziehungsweise die Antwort eigentlich vorweggenommen, welche Rechtsform ist die richtige für Ihre Non-Profit-Organisation? Ja, es kommt drauf an. Worauf es ankommt, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und gerne im Nachgang auch diskutieren, beziehungsweise Ihre Fragen beantworten. Aber vorweg, natürlich möchte ich Ihnen die verschiedenen zur Verfügung stehenden Rechtsformen kurz darstellen mit den jeweiligen Besonderheiten, woraus sich vielleicht schon Vor- und Nachteile ergeben. Vorab, das bin ich ohne Kopfhörer. Das ist die Kanzlei Winheller, spezialisiert auf Non-Profit-Organisationen, aber auch rund um Full-Service-Wirtschaftskanzlei. Das heißt, wir können alles mit bedienen, Fragen, die sich da im Laufe stellen können. Wo wir sind, haben wir schon festgestellt, ist gar nicht mehr aktuell und interessiert auch aktuell eigentlich gar keinen mehr, weil Videokonferenzen natürlich mittlerweile der Standard sind. Aber falls Sie Wert auf das persönliche Gespräch haben, irgendwo finden wir gerne zusammen. So, zum heute. Wir haben circa 45 Minuten Zeit, weil wir noch ausreichend Zeit natürlich für Diskussionen und Fragen lassen wollen. Ich stelle Ihnen, wie gesagt, die Rechtsform ganz kurz vor und dann ein paar Hinweise zur Rechtsform. Wahl und dann natürlich noch genügend Zeit, Ihre persönliche Situation. Das darf ich eigentlich nicht sagen. Natürlich keine individuelle Rechtsberatung, aber allgemeine Fragen, die Sie vielleicht aus Ihrer Praxis haben. Vielleicht ergeben sich daraus auch ein paar Abwägungspunkte, welche Rechtsform die geeignetste sein könnte. Vorab meinerseits der Hinweis, dass wir uns im Gesellschaftsrecht befinden. Ja, diejenigen, die juristische Vorkenntnisse haben, wir sind hier in einem Teilgebiet des Rechts natürlich unterwegs im Gesellschaftsrecht. Da könnte man jetzt groß ausholen, welche Rechtsformen und Gesellschaftsformen es alle gibt. Uns interessieren heute nur die sogenannten juristischen Personen des Privatrechts. Das sind der Verein, die Genossenschaft, die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, theoretisch die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die brauchen wir uns heute nicht anschauen, und auch Stiftungen sowie Treuhandstiftungen, auch wenn das eigentlich keine juristische Person ist. Warum interessieren uns die? Weil diese Rechtsformen steuerbegünstigt, also im Volksmund gemeinnützig sein können. Daher sind das geeignete Rechtsformen für Non-Profit-Organisationen, so wie wir Non-Profit-Organisationen verstehen, nämlich als steuerbegünstigte, gemeinnützige oder mildtätige oder kirchlich tätige Organisationen. Ja, nur als Abgrenzung. Dazu gibt es natürlich auch noch sowas wie Personengesellschaften, kennen Sie vielleicht, offene Handelsgesellschaften, GbRs, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, die grundsätzlich jedenfalls nicht gemeinnützig sein können, sondern nur die hier. Deswegen interessieren uns nur diese hier heute. Jetzt aber erstmal der Punkt, an dem Sie aktiv werden können, einfach weil es für mich auch wahnsinnig spannend ist, zu wissen, wie Ihre aktuelle Ausgangssituation ist. Die Frau Perisch macht dazu gleich eine Umfrage oder kann die schon mal starten quasi. Mich würde interessieren, wie Ihre Ausgangslage sind, ob Sie eventuell, ich schaue mir die Antworten gerade an, ob Sie eventuell gerade jetzt im Begriff sind, etwas neu zu gründen, eine Organisation, und sich deswegen grundlegend informieren möchten, welche gibt es, welche Vor- und Nachteile gibt es. Vielleicht sind Sie schon in einer Rechtsform, in einem Verein vermutlich aktiv und suchen nach Alternativen oder sind sich unsicher, ob der Verein die richtige Rechtsform ist, noch. Oder Sie interessieren sich vielleicht speziell für das Thema Genossenschaften oder für GmbHs oder
für eine Stiftung. Das würde mich interessieren. Frau Perisch, jetzt habe ich, glaube ich, Ihre Anmoderation schon vorweggenommen. Ja, vielen Dank. Ich hätte es nicht besser moderieren können. Die Kurzumfrage ist geöffnet und 60% von Ihnen haben auch schon abgestimmt. Ich sehe, es tut sich immer noch was. Das heißt, wir lassen die Umfrage noch einen ganz kleinen Moment offen. Und dann werde ich sie in wenigen Momenten schließen. Es ist schon sehr eindeutig, aber das Ergebnis werden Sie auch gleich sehen. Ich schließe die Umfrage und zeige Ihnen auch direkt das Ergebnis an. 47% von Ihnen haben angegeben, Sie sind in einem Verein und suchen nach Alternativen, gefolgt von 33%, die sich generell erstmal informieren möchten, welche Rechtsform die richtige bei einer Neugründung sein können. 11% von Ihnen haben angegeben, Sie kommen aus einer GmbH. 8% oder interessieren sich für eine GmbH, sagen wir es so. 8% von Ihnen interessieren sich speziell für eine Genossenschaft. Und Stiftung, also das Errichten einer Stiftung, hat keine angegeben. Vielen Dank für die rege Teilnahme und damit übergebe ich wieder an Sie, Herr Vielwert. Ja, danke, Frau Perisch. Das Ergebnis überrascht tatsächlich wenig. Gleichwohl schauen wir uns natürlich alle Rechtsformen an, auch die Stiftung und sei es, damit Sie wissen, was eine Stiftung ist, wenn Sie beim Haus des Stiftens an einem Webinar schon teilnehmen. Gut, schauen wir uns überblicksmäßig die Rechtsformen an, die für gemeinnützige Non-Profit-Organisationen zur Verfügung stehen. Einmal der Verein bzw. Verband, das ist die gleiche Rechtsform, ein Verband ist auch nur ein Verein, nur hat der entweder mehr Mitglieder oder er hat Vereine als Mitglieder, das ist also nur eine Bezeichnung, rechtlich gesehen immer noch ein Verein. Ganz grobe Merkmale eines Vereins, die Sie vielleicht kennen, gerade die 47% von Ihnen, die in einem sind. Sie wissen, dass Sie kein Mindestkapital haben. Ja, ist ein Unterschied zu den anderen Rechtsformen gleich noch. Wenn dieser Verein eingetragen sein soll im Vereinsregister, und das sind die allermeisten Vereine, dann brauchen Sie mindestens 7 Mitglieder im Zeitpunkt der Gründung. Ansonsten, wenn der nicht eingetragen werden soll, würden auch schon 3 reichen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt bei der Rechtsformwahl später. Soll der denn eingetragen sein oder soll er nicht eingetragen sein? Beim Verein sind Satzungsänderungen und Zweckänderungen möglich, wenn die satzungsmäßige Mehrheit gegeben ist. Auch das ein Unterschied, insbesondere zur Stiftung später. Unterschied da auch, dass die Auflösung bei einem Verein und auch bei anderen Rechtsformen möglich ist, wenn es die erforderliche Mehrheit denn beschließt. Sie haben bei einem Verein keine staatliche Aufsicht. Ja, es gibt zwar das Vereinsregister, wo die Satzung geführt wird, die Satzung geprüft wird, und auch Satzungsänderungen geprüft werden, sowie Vorstandswechsel. Es ist aber keine wirkliche staatliche Aufsicht. Dazu natürlich, wenn es ein gemeinnütziger Verein ist, haben Sie das Finanzamt. Kann man als Aufsicht sehen, ist es so richtig, aber natürlich nicht, weil das Finanzamt überprüft einfach nur die Voraussetzungen, ob Sie die gemeinnützigkeitsrechtlichen Anforderungen an die Steuerbegünstigung tatsächlich erfüllen. Entweder werden Sie dann als gemeinnützig anerkannt, beziehungsweise eben entsprechend veranlagt, oder eben nicht. Das ist aber keine staatliche Aufsicht in dem Sinne, Sie sind da frei unterwegs in einem Verein. Und die Willensbildung in einem Verein, das ist demokratisch, das ist die urdemokratischste Form, die es gibt, theoretisch in der Theorie jedenfalls, wo man sagt, ein Mitglied hat eine Stimme. Das ist jedenfalls der Grundsatz. Das heißt, der Verein eine sehr demokratische Rechtsform. Jetzt hatte ich Ihnen gerade gesagt, so ein bisschen der Unterschied eingetragener Verein, nicht eingetragener Verein. Dann gibt es noch die Unterscheidung, und die ist sehr wichtig, ob das ein Idealverein oder ein wirtschaftlicher Verein ist. Idealverein ist eigentlich eine falsche Bezeichnung, ist eigentlich ein nicht wirtschaftlicher Verein oder ein wirtschaftlicher Verein. Wo liegt der Unterschied? Und der hat nichts mit Gemeinnützigkeit zu tun. Wir sind nur im Zivilrecht, nur im Gesellschaftsrecht unterwegs. Die Frage ist, ob der Zweck eines Vereins auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist oder nicht. Wenn er das ist, dann ist er ein wirtschaftlicher Verein. Wenn er es nicht ist, dann ist er ein nicht wirtschaftlicher oder ein Idealverein. Idealverein ist eigentlich das, was man typischerweise findet. Na, das sind eben kulturelle, gesellschaftliche Ziele beziehungsweise gemeinnützige Vereine. Ja, die dürfen sich auch wirtschaftlich betätigen, solange es dem Hauptzweck untergeordnet ist und dem dient. Das ist so dieser typische Bratwurstverkauf, den Sie haben bei einem Fußballverein. Ist wirtschaftliche Betätigung, ist aber untergeordnet dem eigentlichen Zweck der Sportförderung. Das ist ein Punkt einmal im Zivilrecht, im Gesellschaftsrecht, wo Sie fragen müssen, okay,
Idealverein oder wirtschaftlicher Verein. Und es ist natürlich auch eine Frage im Gemeinnützigkeitsrecht, in welche Sphäre diese Bratwurstverkaufserlöse hingehören, in welchem Umfang das zulässig ist, etc. Für das Zivilrecht ist es deswegen ganz wichtig, weil nur der Idealverein, also der nichtwirtschaftliche, in das Vereinsregister überhaupt eingetragen werden kann. Und nur dieser Idealverein, bei dem haben Sie tatsächlich eine Haftungsfreistellung der Mitglieder, sodass nur der Verein haftet und die Mitglieder raus sind aus der Betätigung. Beim wirtschaftlichen Verein hingegen, wenn der also auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, dann kann der nicht in das Vereinsregister eingetragen werden und erhält keine Rechtsfähigkeit. Keine Rechtsfähigkeit heißt, dass der eigentlich nach der Konzeption des Gesetzes keine Verträge schließen kann und sowas. In der Praxis sieht das anders aus. Hauptunterschied ist, dass dieser wirtschaftliche Verein, haben Sie diese Haftungsfreistellung nicht. Wenn Sie ein wirtschaftlicher Verein sind, dann haften die Mitglieder des Vereins für die Verbindlichkeiten des Vereins. Dem entgehen Sie nur, wenn dieser wirtschaftliche Verein die Rechtsfähigkeit anerkannt bekommt und die wird ihm verliehen durch Hoheitsakt, also aktiv verliehen durch einen staatlichen Akt. Und das ist nur dann der Fall, wenn keine andere Rechtsform gewählt werden kann. Ja, man spricht ja von der sogenannten Subsidiarität. Ich will auch nicht zu weit einsteigen, auch wenn ich dazu immer abrutsche, weil das mein Promotionsthema ist. Dieser wirtschaftliche Verein, diese Rechtsfähigkeit dieses Vereins wird nur in seltenen Ausnahmefällen genehmigt, verliehen. Ja, es gibt ein paar Fälle, zum Beispiel die GEMA ist so ein wirtschaftlicher Verein oder die VG Wort ist so ein Verein, aber der typische Verein nicht. Warum? Weil da gesagt wird, das Gesetz sagt, bitte nehmt euch eine Rechtsform, die für wirtschaftliche Betätigung gemacht ist und nicht den Verein, der ist dafür nicht gemacht aus verschiedenen Gründen. Nehmt euch eine andere Rechtsform und die schauen wir uns ja heute noch an, welche es da gibt. Ja, also. Es ist zwar so, dass dieses Erfordernis der Abgrenzung ein bisschen gesunken ist, oder ich habe geschrieben, erheblich eigentlich durch die sogenannte Kita-Rechtsprechung. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. BGH hat gesagt, dass bei einem gemeinnützigen Verein vermutet wird, dass selbst wenn er wirtschaftliche Betätigung in einem großen Umfang entwickelt, entfaltet, dass er dennoch ein Idealverein ist, beziehungsweise eingetragen werden kann. Es war Kita-Rechtsprechung, weil da die Frage war, Kindertagesstätten mit vielen, also nicht nur eine Elterninitiative mit 10 Betreuungsplätzen, sondern da ging es um Hunderte. Das ist eigentlich ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, aber es dient ja der Erziehung, Förderung der Kinder und so weiter, war gemeinnützig und deswegen wurde da gesagt, naja, ist trotzdem immer noch ein Idealverein, ist eintragungsfähig, obwohl es eigentlich vielleicht ein wirtschaftlicher Verein gewesen wäre. Geht zu sehr ins Detail rein. Für Sie wichtig nur, ein Verein ist dafür gemacht, dass Sie da keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben, beziehungsweise höchstens am Rand zum Bratwurstverkauf oder sowas. Ja? Wenn Sie sich wirtschaftlich betätigen wollen, ist der Verein die falsche Rechtsform. Organe des Vereins kennen Sie alle. Es gibt die Mitglieder, die sich in der Mitgliederversammlung versammeln, sozusagen. Mitgliederversammlung als das höchste Organ, das entscheidende Organ grundsätzlich im Verein. Jedes Mitglied eine Stimme und diese Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und entlastet ihn auch, beziehungsweise hat ein Weisungsrecht gegenüber dem Vorstand, was sehr viel wichtiger ist. Die Mitgliederversammlung kann dem Vorstand direkt Weisungen erteilen und sagen, Vorstand, wirke darauf hin, dass das und das passiert oder mache das und das so und so. Dieses Recht hat die Mitgliederversammlung von Gesetzes wegen her. Vorstand ist ein zwingendes Organ. Zwingende Organe sind nur Mitgliederversammlung und Vorstand. Vorstand muss in der Satzung geregelt sein, wie viele Personen das sind. Viele denken immer, es müssen mindestens 3 Vorstandsmitglieder sein, nämlich der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Kassenwart. Aber das ist Quatsch. Ja, ein Vorstand reicht tatsächlich eine einzelne Person, kann Vorstand des Vereins sein, ist dann halt für alles zuständig. Deswegen ist es in der Praxis einfach unüblich, dass man nur einen Vorstand hat. Auch aus Vertretungsgesichtspunkten, wenn der mal verhindert ist, krank ist, im Urlaub ist, dass jemand anderes noch da ist. Diesen Vorstand müssen Sie haben. Und dann können Sie noch viele andere Organe gestalten, wie Sie wollen. Sie können noch einen Aufsichtsrat haben, Sie können einen Beirat haben, Sie können sonst irgendwie was haben, müssen dann in der Satzung das gestalten, welche Aufgaben das hat. Also Sie sind da sehr frei. Und auf den Punkt will ich hinaus, Sie sind im Verein sehr frei, was die Gestaltung der Satzung angeht. Ja? Das große Aber ist, dass Sie vereinsrechtlich natürlich ein paar Mindestanforderungen erfüllen müssen, was die Satzung angeht. Gerade wenn Sie eingetragen werden wollen ins Vereinsregister, gibt es so Mindestinhalte, die werden Sie aber sowieso regeln. Da geht es darum, wie wird die Mitgliederversammlung einberufen, wie viele Vorstandsmitglieder gibt es und so weiter, wer ist vertretungsberechtigt, das werden Sie ohnehin regeln. Und dann so ein bisschen die Einschränkung kommt aus dem Gemeinnützigkeitsrecht.
Wenn dieser Verein gemeinnützig werden soll, dann gibt es bestimmte zwingende Vorgaben, die in der Satzung enthalten sein müssen, nämlich dass der Verein ausschließlich und unmittelbar den Zwecken dienlich ist, dass er selbstlustätig ist, nicht eigenwirtschaftlich tätig ist, wo das Geld hingeht, wenn der Verein aufgelöst wird und so weiter. Das sind alles so Zwangsvorschriften, die dann rein müssen. Die betreffen aber eher so die Vermögenssphäre. Ja, das heißt, was Sie an Organen aufbauen wollen, das sind Sie ziemlich frei. So viel zum Verein. Ja, ist vielen bekannt. Ich glaube, jeder Deutsche ist durchschnittlich in drei Vereinen Mitglied. Irgend so eine Statistik hatte ich neulich mal gesehen. Aber so viel dazu. Gut, das war der Verein im Überblick. Jetzt, auch wenn es niemanden von Ihnen oder 0% interessiert, trotzdem ganz kurz zur Stiftung. Vielleicht ist daran auch keiner interessiert, weil niemand so richtig weiß, was ist denn eine Stiftung, beziehungsweise wenn eine Stiftung mal irgendwo im Gespräch war, weil dann ist es entweder irgendwas, ja, damit sparen die Reichen irgendwelche Steuern mit ausländischen Stiftungen, die auf den Bahamas sitzen, oder es ist irgendwas Altes, Riesiges, was einem nicht so ganz, vielleicht nicht ganz geheuer ist oder nicht so ganz erschließt, wenn man es hört. Deswegen wollen wir es uns ganz kurz anschauen. Was ist eine Stiftung? Ja, erstmal Merkmale einer Stiftung. Überspringe ich ganz kurz, Entschuldigung, die Folie, auf die kommen wir zurück. Ich will erstmal sagen, wie eine Stiftung funktioniert, weil das komplett anders ist als alle anderen Rechtsformen, die wir heute hören. Eine Stiftung funktioniert so, dass es Geld gibt. Ja, es muss kein Bargeld sein, es können auch Immobilien sein, es müssen keine Häuser sein, es können natürlich auch Wälder sein, das hat man auch oft, Wälder, Land- und Forstwirtschaft und so weiter. Es können auch Kunstgegenstände sein. Als Beispiel nur mal, es gibt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die führt die, oder sehr viele der Museen in Berlin sind im Eigentum oder werden geführt durch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das als Beispiel und natürlich auch Stiftungen mit vielen Ländereien und so weiter. Das heißt, Stiftung, da haben wir ein sogenanntes Grundstockvermögen, ja, Bargeld, Kunst, Ländereien, Immobilien, können auch Aktien sein, können auch Wertpapiere sein, als Grundstockvermögen. Dieses Grundstockvermögen wird in die Stiftung reingepackt und mit einem bestimmten Zweck versehen. Man sagt, dieses Vermögen soll dem Zweck, zum Beispiel dem Umweltschutz, dienen. Jetzt ist es aber nicht so, dass dieses Vermögen dafür direkt verwendet wird, sondern dieses Grundstockvermögen ist zu erhalten und nur aus den Erträgen des Grundstockvermögens, nur daraus werden dann die Zwecke verfolgt. Das heißt, Sie brauchen irgendwelches Grundstockvermögen, das auch Erträge abwirft. Das kann bei Bargeld oder bei Geld natürlich Zinsen sein, wenn Sie irgendwo Zinsen finden bei einer Bank. Das kann bei Immobilien die Erträge sein, die Sie durch die Vermietung der Immobilien, der Häuser erlangen, beziehungsweise natürlich bei Wäldern oder sowas, dasjenige, was da durch die Forstung, durch die Forstwirtschaft entsteht, bei Wertpapieren die Dividenden, bei Kunst vielleicht sogar die Eintrittsgelder, wenn Sie es in einem Museum ausstellen. Also nur mit diesen Erträgen, damit verfolgen Sie dann die Zwecke. Das heißt, Sie nehmen das Geld, das daraus erwirtschaftet wird, und damit fördern Sie den Umweltschutz, indem Sie Projekte durchführen, indem Sie Stipendien vergeben, sehr häufiges Mittel bei Stiftungen, oder eben das Geld weitergeben an andere Organisationen, die dann tatsächlich Projekte selbst durchführen. Also das ist nur wichtig zu wissen zur Stiftung, dass es hier auch keine Mitglieder gibt oder irgendwas. Es gibt nur dieses Grundstockvermögen. Und deswegen sagt man auch, dass es so eine Art Mindestkapital gibt. Das ist komplett untechnisch. Es gibt aus rechtlicher Sicht kein Mindestkapital für eine Stiftung. Ja? Aber diese Stiftung muss durch eine staatliche Behörde anerkannt werden. Und die fordert natürlich, dass ein Grundstockvermögen in einer Höhe vorhanden ist, das den Zweck der Stiftung dauerhaft und nachhaltig zu erfüllen überhaupt geeignet ist. Und da kommt es sehr auf den Zweck an, den Sie haben. Wenn Sie sagen, Sie wollen die Kulturgüter erhalten und so weiter, dann reicht es natürlich, wenn Sie Immobilien drin haben, Entschuldigung, wenn Sie Kunstgegenstände drin haben, die erhalten werden sollen, die müssen nicht super wertvoll sein. Wenn Sie sagen, Sie wollen den Umweltschutz fördern, indem Sie Stipendien vergeben und Mittel weitergeben an andere Organisationen und Sie haben nur in Anführungsstrichen Bargeld, mit dem Zinsen erwirtschaftet werden sollen, dann muss das natürlich so viel Geld sein, dass so viel Zinsen rausfallen, damit überhaupt erstmal die Verwaltungskosten gedeckt werden können. Und dann noch Geld übrig bleibt, um Stipendien zu vergeben. Das heißt, so ein Pi mal Daumen ist mittlerweile auch sehr schwer zu sagen. Früher, da gab es noch Zinsen, hat man mal so gesagt, so 50 bis 100.000 Euro, damit kann man eine Stiftung machen, damit gibt es Zinsen. Das ist heutzutage nicht mehr so. Also unter 500.000 Euro wird schon schwierig, man sollte eher so in den Millionenbereich gehen, wenn es tatsächlich um Geldanlage geht. Aber nochmal, es kommt sehr auf den Zweck an. Es kann auch Zwecke geben, wo Sie sagen, okay, der Halt der Immobilien, selbst wenn das unter einer halben Million
wert sein sollte, ist aber geeignet, den Stiftungszweck auf Dauer zu erfüllen. Das jedenfalls gilt für die rechtsfähige Stiftung, das heißt die, die anerkannt wird. Und dann gibt es noch die sogenannte nicht rechtsfähige Stiftung oder Treuhandstiftung. Erkläre ich Ihnen gleich, was das ist. Da haben Sie eigentlich gar kein Mindestkapital, weil da gibt es keine staatliche Aufsicht, die das irgendwie überprüfen könnte. So, Zahl der Gründer. Beim Verein haben wir gesagt 7 beziehungsweise 3 beim Nicht-Eingetragenen. Hier sprechen wir von Stiftern und da brauchen Sie mindestens einen. Und dieser Stifter kann auch eine juristische Person sein. Das heißt, auch ein Verein oder eine GmbH kann eine Stiftung errichten. Der große Unterschied zum Verein und zu den anderen Rechtsformen ist, dass Satzungs- und Zweckänderungen schwierig sind. Ja, durch die Stiftungsrechtsreform und so weiter ein bisschen vereinfacht. Aber grundsätzlich ist eine Stiftung auf ewig angelegt und zwar mit der Satzung, die im Zeitpunkt der Errichtung vom Stifter gegeben wurde. Da soll eigentlich nichts dran geändert werden. Deswegen sind Satzungs- und Zweckänderungen nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich und auch die Auflösung grundsätzlich nicht möglich, außer ein paar Ausnahmefällen. Bei diesem ganzen Punkt nicht rechtsfähige Stiftung sehen wir gleich. Staatliche Aufsicht haben wir bei der rechtsfähigen Stiftung und da haben wir tatsächlich eine staatliche Aufsicht. Warum? Weil diese Stiftung hat keine Mitglieder. Die hat nur Geld und einen Vorstand, der das Geld verwaltet. Aber es gibt keine Mitglieder. Auch der Stifter ist kein Mitglied, im Grundsatz jedenfalls. Er kann natürlich Vorstand sein und sowas. Und an die Stelle der Mitglieder, die ja sonst den Vorstand überwacht, haben wir eher eben eine staatliche Aufsicht, die tatsächlich jährliche Finanzberichte, Tätigkeitsberichte sehen will, dass das Geld im Sinne des Stifters, dem Stifterwillen entsprechend, verwendet wird. Also hier eine tatsächliche, echte staatliche Aufsicht. Dazu käme dann noch das Finanzamt. Willensbildung haben wir nicht, wir haben keine Mitglieder. Es entscheidet immer der Stifterwille. Der, der das Geld reingibt, sollte in seinem sogenannten Stiftungsgeschäft erläutern, wofür das Geld da ist, in der Stiftungssatzung und so weiter. Und daran orientiert sich alles am Willen des Stifters. Kleine Besonderheit, nur dass Sie es gehört haben, wenn die gemeinnützig ist, haben wir bei Stiftungen einen zusätzlichen Spendenabzug. Wenn Geld in dieses Grundstockvermögen übertragen wird, ja, kann auch nachträglich noch erhöht werden und so weiter, da gibt es zu den üblichen 20% des Gesamtbetrags der Einkünfte, den Sie kennen, den Sie als Spenden abziehen können, gibt es hier einen zusätzlichen Spendenabzug in Höhe von 1 Million Euro, der auf 10 Jahre verteilt werden kann, beziehungsweise 2 Millionen Euro bei zusammenveranlagten Ehegatten oder Lebenspartnern. So für die Stiftung, Funktionsweise habe ich Ihnen gesagt, ich muss hier ein bisschen kurz drüber gehen, sonst kommen wir zu den anderen Rechtsformen gar nicht mehr. Ich habe Ihnen gesagt, Rolle des Stifters ist ganz entscheidend in der Stiftung. Der Stifterwille entscheidet. Und an die Stelle der fehlenden Mitglieder tritt die staatliche Aufsicht, habe ich Ihnen schon gesagt. Denn der Stifter gibt sein Vermögen in diese Stiftung rein und dann bleibt es da. Auch der Stifter hat nichts mehr zu melden grundsätzlich in der Stiftung. Die Stiftung gehört sich selbst, ist unabhängig von Mitgliedern oder vom Stifter. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man die Stiftungssatzung klar gestaltet. Und dann wirklich nur am Rande, dass Sie es gehört haben, es gibt auch Treuhandstiftungen, sogenannte nicht rechtsfähige Stiftungen. Das ist keine richtige Stiftung mit staatlicher Aufsicht, sondern es ist ein Vertrag, den Sie schließen mit einem Treuhänder, der dann für Sie das Vermögen verwaltet, so als wenn es eine Stiftung wäre. Ja, das ist aber nicht selbst rechtsfähig, sondern der Treuhänder muss dann auch immer handeln für die Treuhandstiftung und sowas. Das sind Gestaltungsfragen, die hier zu tief gehen. So, das war die Stiftung. Sie sollten nur mitgenommen haben, ist was komplett anderes als ein Verein und auch als die anderen Rechtsformen. Funktioniert gänzlich anders. Kommen wir zur GmbH oder zur GUG. GmbH ist nichts anderes im Grundsatz als eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine normale GmbH, normales GmbH-Recht, gesellschaftsrechtlich, zivilrechtlich betrachtet, die aber gemeinnützig ist. Und wenn sie gemeinnützig ist, darf sie quasi das kleine G für gemeinnützige GmbH vorne dran stellen und so auch firmieren. Das heißt, auch auf offiziellen Briefbögen und auch im Handelsregister steht dann GmbH. Nur wenn und solange sie gemeinnützig ist. Das heißt, es gilt das normale Recht für GmbHs. Das heißt, sie brauchen ein Mindestkapital von 25.000 Euro, das eingelegt werden muss. An Gründern reicht auch einer. Ja, und auch dieser eine muss keine natürliche Person sein, kann auch eine juristische Person sein. Auch ein Verein kann eine GmbH gründen. Und das ist super spannend, werden wir am Ende noch kurz sehen, weil das nämlich Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Sie haben bei der GmbH, können Sie auch Satzungs- und Zweckänderungen vornehmen, Sie können das Ding auch auflösen. Und genauso wie beim Verein haben Sie keine staatliche Aufsicht in dem Sinne. Sie haben hier nicht das Vereinsregister, sondern das Handelsregister und eben das Finanzamt, wenn es gemeinnützig ist. Bei der GmbH ist aber durch Eintragung in das Handelsregister, beziehungsweise schon vorher, ist die GmbH sogenannter Formkaufmann, unterliegt also dem Handelsrecht.
Das ist eine Besonderheit bei einer GmbH. Das heißt, diese GmbH muss auch eine Bilanz aufstellen, muss bilanzieren. Da reicht keine einfache Einnahmenüberschussrechnung wie beim Verein. Ja, so viel Geld kam rein, so viel Geld kam raus, das ist das Ergebnis. Sondern sie müssen eine Bilanz aufstellen mit Gewinn- und Verlustrechnung und so weiter. Also richtig was Größeres aufstellen. Und unterliegen abhängig von Umsatzgrößen etc. eventuell auch Publizitätspflichten. Ja, müssen im Bundesanzeiger was veröffentlichen, den Jahresabschluss vielleicht irgendwann. Das ist so ein bisschen gestaffelt im Handelsrecht, wie viel sie da offenlegen müssen. Aber das kann hier der Fall sein. Und die Willensbildung ist auch hier ja nicht wirklich demokratisch, sondern es geht darum, wie viel Kapital man reingesteckt hat. Wenn Sie mehrere Gesellschafter haben oder mehrere Gründer, dann richten sich die Stimmen nach der Kapitalbeteiligung. Jedenfalls im Regelfall. Auch hier in der GmbH kann man ein bisschen was gestalten und es anders machen. Regelfall ist aber, wer mehr Geld reingibt, hat auch mehr zu sagen. Warum ist das so? Weil die GmbH angelegt ist auf wirtschaftliche Betätigung. Die GmbH ist dafür da, dass sie sich wirtschaftlich betätigt. Und im Rahmen von Non-Profit-Organisationen oder im Rahmen einer GmbH ist diese Rechtsform also prädestiniert für wirtschaftliche Betätigung, die aber gemeinnützigen Zwecken dient. Wer sich im Gemeinnützigkeitsrecht so ein bisschen auskennt, kennt die vier Sphären, ja, ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Und dieser Zweckbetrieb ist eine wirtschaftliche Betätigung, die aber dem gemeinnützigen Ziel, dem gemeinnützigen Zweck unmittelbar dient und dafür erforderlich ist für deren Erreichung und so weiter. Zum Beispiel Krankenhäuser. Ein Krankenhaus ist ein Wirtschaftsbetrieb, ohne Frage, dient aber natürlich der Förderung der öffentlichen Gesundheitsversorgung etc. Ja, das gleiche bei Jugendhilfeeinrichtungen und bei Kindergärten, Kindertagesstätten etc. Auch Museen und Behindertenwerkstätten sind alles wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Da haben sie einen Leistungsaustausch, sie haben ein gewisses unternehmerisches Risiko, weil sie irgendwas einkaufen, was sie wieder verkaufen müssen. Unternehmerisches Risiko bei Krankenhäusern haben wir oft genug gesehen, dass jetzt Krankenhäuser öfter pleite gehen. Auch sämtliche andere Einrichtungen sind natürlich, haben unternehmerisches Risiko, ganz einfach. Müssen richtig kalkulieren. Wenn sie falsch kalkulieren, gehen sie pleite. Ja, oder stellen vorübergehend den Wirtschaftsbetrieb ein, muss mit den Worten unseres Wirtschaftsministers zu sagen. Gut, also für solche Zweckbetriebe ist die GmbH ideell geeignet. Warum? Weil ein Verein zwar gemeinnützigkeitsrechtlich auch Zweckbetriebe unterhalten darf, aber eigentlich von der Grundkonzeption des Gesetzes, des Vereinsrechts her nicht sollte, weil er dann eigentlich kein Idealverein mehr wäre, sondern ein wirtschaftlicher Verein. Ja, von der Grundkonzeption. Diese Adjektiv BGH-Recht sprechen lassen wir mal außen vor. Ja, so, dafür ist es prädestiniert, die GmbH. Sie ist auch prädestiniert, wenn Sie eine ausländische Organisation haben, die hier in Deutschland quasi eine Tochtergesellschaft oder eine Repräsentanz eröffnen will. Warum? Weil die anderen Rechtsformen erfordern immer mehrere Gründer. Und bei einer GmbH reicht eben eine. Das heißt, hier kann tatsächlich auch eine ausländische Organisation, ausländischer Verein, Gründer werden einer GmbH, hat dann hier vor Ort eine eigene Rechtsform, was dazu führt, dass hier natürlich Spenden eingesammelt werden können. Dann haben Sie hier eine Fundraising-GmbH in Deutschland, können hier Spenden einsammeln. Die Spender bekommen eine ordentliche Spendenbescheinigung, was sonst bei Spenden ins Ausland kompliziert bis unmöglich ist. Und manchmal findet man auch GmbHs als Stiftungsersatzform. Sie kennen vielleicht die Robert-Bosch-Stiftung. Das ist gar keine Stiftung, wie ich es Ihnen vorhin gezeigt habe, sondern es ist eine GmbH, die einer Stiftung nachgebildet ist. Nennt man dann Nennstiftung. Gibt noch andere Beispiele, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber das kann man mit einer GmbH quasi auch machen, wenn das Geld für eine Stiftung nicht reicht, für eine richtige, aber man möchte irgendwie von dieser Wirkung einer Stiftung profitieren, könnte man eine GmbH nennen. Und unter bestimmten Voraussetzungen dürfte man die dann auch Stiftung nennen, aber hier, wie gesagt, gewisse Voraussetzungen einhalten. Das war die GmbH. GmbH, wirtschaftliche Betätigung. Dann haben wir was ganz, ich bin super Fan von Genossenschaften, deswegen freue ich mich über die 8%, die sich dafür interessieren. Eine Genossenschaft funktioniert wieder ganz anders. Eine Genossenschaft, wenn ich es mit meinen Worten jetzt sage, egal was auf der Folie steht, eine Genossenschaft ist eigentlich ein Verein, der aber auf den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, aber zugunsten der Mitglieder selbst. Und zwar zugunsten ist so gemeint, dass die Genossenschaft einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hat, von dem die Vereinsmitglieder, also die Genossenschaftsmitglieder, die heißen nicht mehr Genossen, das sind Mitglieder, selbst profitieren. Und zwar nicht durch Gewinnausschüttung, das ist kein Investmentrechtsform, sondern durch die Tätigkeit an sich. So, komplett abstrakt versteht kein Mensch, ich gebe Ihnen Beispiele. Beispiele aus der Wirtschaft ist Edeka, war früher Edeka.
Einkaufsgenossenschaft deutscher Kaufleute. Ja, bedeutet was? Einzelkaufleute haben sich zusammengetan in einer Rechtsform, die dann gemeinsam eingekauft hat bei Produzenten, bei Großhändlern und dann weiterverkauft hat an die Einzelkaufleute, an die Mitglieder. Welchen Vorteil hat das? Naja, wenn der Einzelkaufmann, der in seinem Krämerladen vielleicht im Monat 3 Kästen Bier verkauft, deswegen nur 3 Kästen, okay, Bier ist ein schlechtes Beispiel, kommt drauf an, wo er sitzt, ob es nur 3 Kästen sind, aber irgendwas einkaufen, davon wenig absetzen, deswegen wenig Einkauf für einen Großhändler, hat er schlechtere Konditionen, als wenn er sehr viel abnimmt. Ja, Mengenrabatt kennen wir alle. Das heißt, was passiert jetzt? Die Genossenschaft geht hin, kauft beim Großhändler große Mengen ein, hat ganz anderen Verhandlungsspielraum, hat Mengenrabatte, hat natürlich auch bevorzugte Belieferung vielleicht, wenn es mal knapp wird bei der Lieferung, weil es ein Großkunde ist. Die Genossenschaft kauft das ein und die Genossenschaft kauft es, verkauft es dann an die einzelnen Mitglieder. Und so sparen die einzelnen Mitglieder Geld, weil sie von der Genossenschaft natürlich, die ist nicht darauf aus, dann Gewinnaufschlag drauf zu machen. Die hat natürlich Verwaltungskosten und so weiter, die müssen gedeckt werden. Aber die Genossenschaft kalkuliert nicht so, dass sie irgendwelchen Gewinn davon erfährt, von diesem Geschäft, sondern kalkuliert so, dass sie zum bestmöglichen Preis wieder verkauft an die Mitglieder. Und das, was dabei erspart wird, das ist ja der Benefit der einzelnen Mitglieder. Das ist jetzt so, ja, Edeka. Sie kennen Volks- und Raiffeisenbanken, wo man sich zusammentut, weil man Geld zusammentut und nur einige brauchen es vielleicht gerade als Darlehen, die anderen legen es an und die anderen bekommen es. Wir sind im Prinzip auch von der Bausparkasse. Und jetzt, um mal auf den dritten Sektor zu kommen, das Erste, was ich so mitbekommen habe bei Genossenschaften, war so ein bisschen Programmkino, wo man gesagt hat, es tun sich Leute zusammen und machen quasi, die wollen jetzt nicht den neuesten Cinemax 3D oder sonst was eröffnen und zeigen, sondern die wollen, jetzt fehlt mir der Fachbegriff, aber quasi Programmkino, Programmfilme, also so ein bisschen abseits des Massengeschäfts Filme zeigen oder auch ältere Filme zeigen, die im Kino nicht laufen. Und wenn sie das gegen Entgelt müssen irgendwie Eintritt nehmen, weil sie ja die Filme auch leihen müssen und die Veröffentlichungsrechte, also die Darstellungsrechte. Das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Deswegen als Genossenschaft ideal, wo die Mitglieder dann quasi sich zusammentun und dafür dann diese Filme genießen können. Wir sehen es jetzt auch häufiger in der Landwirtschaft tatsächlich, wo sich Genossenschaften finden, die gemeinsam dann Landwirtschaftsprodukte produzieren. Ob das dann gemeinnützig ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist ganz gut in der Genossenschaftsrechtsform aufgehoben. Und da gibt es viele andere Beispiele auch noch. Also so im Themenbereich Social Business, Social Entrepreneurship ist Genossenschaft gerade sehr im Kommen und vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach. Besonderheit bei der Genossenschaft ist so ein bisschen, dass sie zwar auch, ist ein bisschen komplexer zu erzählen, aber sie müssen quasi auch Geld reingeben. Aber egal wie viel Geld, wie viele Anteile sie erhalten, sie haben immer nur eine Stimme. Ein Mitglied, eine Stimme. Niemand kann sich mehr Stimmrechte kaufen. Gut. Merkmale im Vergleich zu den anderen. Mindestkapital haben sie keins. Satzung kann aber eins vorsehen. Sie brauchen mindestens 3 Gründer. Auch hier können sie juristische Personen sein oder gemischt. Auch Satzungs- und Zweckänderungen sind möglich. Auch die Auflösung ist möglich. Bei der staatlichen Aufsichtsbesonderheit, sie haben keine staatliche Aufsicht. Es gibt ein Genossenschaftsregister, gleiche Sache wie Vereinsregister, Handelsregister. Natürlich ist das Finanzamt bin gemeinnützig, aber Besonderheit ist, dass eine Genossenschaft in regelmäßigen Abständen, kommt auf den Umsatz an und andere Größen, durch einen Prüfungsverband geprüft wird. Die Genossenschaft muss Mitglied sein in einem genossenschaftlichen Prüfungsverband. Und dieser genossenschaftliche Prüfungsverband macht bei Gründung der Genossenschaft eine sogenannte Gründungsprüfung, schaut sich das Konzept an, ist dieses Konzept wirtschaftlich tragfähig und prüft dann in regelmäßigen Abständen quasi, ob diese Genossenschaft so wirtschaftet, dass sie nicht pleite geht. Warum? Weil es bei einer Genossenschaft kein Mindestkapital gibt, ist sie grundsätzlich, jedenfalls von der Idee her, eine Gefahr für den Wirtschaftsverkehr, für den Rechtsverkehr, weil ja kein Kapital da sein muss und jemand, der da Geschäfte mitmacht, läuft Gefahr, quasi am Ende seine Rechnung nicht bezahlt zu bekommen. Das ist jedenfalls ganz platt gesagt die Idee. Und deswegen gibt es diesen Prüfungsverband, der quasi dafür einsteht, oder nicht dafür einsteht, aber der quasi überprüft, dass eine solche Genossenschaft, die ja auf wirtschaftliche Betätigung aus ist, auch tatsächlich wirtschaftlich tragfähig ist. Das ist hier tatsächlich eine Besonderheit im Genossenschaftsrecht. Prüfungsverbände sind aber nichts Schlimmes, die sind auch sehr, sehr unterstützend. Gerade bei der Gründung bieten die sehr viele Dienstleistungen an und Unterstützung. So, Willensbildung habe ich Ihnen schon gesagt. Mitgliedermehrheit entscheidet, egal wie viel Geld ich reinstecke, ich habe eine Stimme. Ja?
Gut, Aufbaugenossenschaft ist ein bisschen anders noch, ein bisschen komplexer. Will ich nur sagen, da haben wir auch eine Mitgliederversammlung, nennt sich da dann Generalversammlung. Wir haben auch einen Vorstand und wir haben grundsätzlich auch einen Aufsichtsrat. Ja, bei kleinen Genossenschaften bis maximal 20 Mitglieder kann dieser Aufsichtsrat entfallen. Der Vorstand kann auch aus einer Person bestehen. Aber ansonsten haben Sie hier, brauchen Sie 5 aktive Leute, 3 im Aufsichtsrat und 2 im Vorstand. Und die Besonderheit in der Genossenschaft, das haben Sie in den anderen Rechtsformen nicht. Besonderheit in der Genossenschaft ist, diese Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat müssen Mitglieder der Genossenschaft sein. Das müssen Mitglieder der Genossenschaft sein. Vorstandsmitglieder in einem Verein müssen keine Vereinsmitglieder sein grundsätzlich, außer die Satzung sieht es vor. Geschäftsführer einer GmbH sind oftmals im Regelfall fast sogar, sind die keine Gesellschafter, ja, sogenannte Drittorganschafter. In der Genossenschaft müssen sie Genossenschaftsmitglieder sein, sind die Grundsätze von Selbstverwaltung, Selbstverantwortung, Selbstorganisation, ja, das soll man alles selbst machen, nicht externen überlassen. So, sehr kurz halten können wir jetzt die gemeinnützige Aktiengesellschaft. Warum? Weil es absoluter Exot ist. Ja. Sie haben ein Mindestkapital von 50.000 Euro. Wissen Sie vielleicht, ein Gründer reicht, der Rest ist auch alles möglich. Und nur, dass Sie es wissen, was die Willensbildung einmal angeht, in einer Aktiengesellschaft, der Vorstand ist weisungsfrei. Ja, der Vorstand kann grundsätzlich im Rahmen dessen, was der Zweck der Aktiengesellschaft ist, frei handeln. Bei der GmbH und beim Verein kann die Mitgliederversammlung bzw. Gesellschafterversammlung Weisungen erteilen gegenüber dem Geschäftsführer bzw. Vorstand. In der Genossenschaft geht das schon nicht mehr. Nur bis 20 Mitglieder geht das. Ansonsten ist er auch frei unterwegs und in der Aktiengesellschaft ist er immer frei unterwegs, jedenfalls grundsätzlich. Und nur wenn Sie stolpern bei der Aktiengesellschaft, nur dass Sie es wissen, der Handel von Aktien an einer Börse ist keine zwingende Voraussetzung für eine Aktiengesellschaft. Sie können auch eine Aktiengesellschaft haben, die ihre Anteile, ihre Aktien nicht an einer Börse gelistet hat. Deswegen ist ja immer ein Börsengang von einer Aktiengesellschaft was Besonderes, was diese Aktiengesellschaft schon gibt. Und dann haut die Anteile quasi auf den freien Markt. Es muss nicht an der Aktie, an der Börse gehandelt werden, um eine Aktiengesellschaft zu sein. So. So viel im groben Überflug, wirklich schnell Überflug zu den einzelnen Rechtsformen, dass Sie ein bisschen den Unterschied kennen. Ja? Verein, Grundform, Stiftung, was komplett anderes. GmbH für wirtschaftliche Betätigung, Genossenschaft für wirtschaftliche Betätigung gemeinsam zu einem gemeinsamen Zweck und die GAG eher in Ausnahmefällen. So, jetzt sind die 33% von Ihnen, die sich fragen, okay, Neugründung, welche Rechtsform nehmen wir, haben vielleicht eine grobe Idee. Nach was wägen wir das jetzt ab? Naja, nach verschiedenen Punkten, klar. Wesentliche Auswahlkriterien sind, Sie schauen sich an, was ist denn eigentlich Ihr Zweck, den Sie mit dieser Organisation verfolgen wollen? Ist das ein rein ideeller Zweck oder ist der wirtschaftlich? Und Zweck meint hier nicht nur jetzt ein steuerbegünstigter Zweck, gemeinnützig oder wie auch was, sondern was ist das, was Sie tatsächlich machen wollen? Also auch die Zweckverwirklichung. Wie wollen Sie Ihren Zweck erreichen? Wollen Sie die öffentliche Gesundheitsversorgung dadurch verwirklichen oder fördern, dass Sie ein Krankenhaus betreiben? Dann sind Sie wirtschaftlich unterwegs und der Verein sollte schon ausscheiden von vornherein. Sind Sie unterwegs und sagen, wir machen einfach nur Projekte, wir vergeben Stipendien, Projekte heißt irgendwelche, wir organisieren Veranstaltungen, irgendwie sowas, dann ist das ideell unterwegs. Ja, dann ist vielleicht die GmbH gar nicht notwendig, beziehungsweise der Verein jedenfalls möglich. Dann schauen Sie, wie schaut es aus mit Ihrem Kapital? Wollen Sie vielleicht Kapital einbringen? Haben Sie Kapital, das diesem Zweck dienen soll? Dann ist vielleicht die Stiftung das Richtige, wenn Sie sagen, okay, ich habe hier Ländereien von meinem Großvater geerbt, die sind so groß, ich kann bis an den Horizont schauen und Simba würde sagen, ah, eines Tages gehört das alles mir und ich möchte das aber einem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung stellen, dann ist vielleicht die Stiftung die richtige Wahl, weil es dann dauerhaft dort gebunden ist und niemand irgendwann kommen kann und sagen kann, so, jetzt löse ich die Stiftung auf und verprasse das Geld für mich selbst. Ja. Bei den anderen Punkten müssen Sie schauen, okay, Sie haben Mindestkapital bei der GAG, bei der GmbH gerade, wird das erreicht, wird das nicht erreicht? Beziehungsweise bei der GmbH habe ich Ihnen auch unterschlagen, dass es auch die GUG gibt, die Unternehmergesellschaft, die Sie grundsätzlich mit einem Euro errichten können. Ist auch eine Möglichkeit, wird ziemlich selten gemacht, einfach weil die UG nicht das beste Standing so hat im Rechtsverkehr. Wäre aber eine Möglichkeit, gibt es Einsatzgebiete für, wo eine GUG auch eine Möglichkeit ist. Die UG ist ja das gleiche wie eine GmbH, nur kleiner, paar Besonderheiten. Dann schauen Sie sich natürlich an die Gründungsvoraussetzungen. Dann schauen Sie sich an, Sie wollen irgendwelche Veranstaltungen machen. Sie sind zwei
Leute, die sich da zusammentun wollen, dann scheidet der Verein schon aus. Egal ob eingetragen oder nicht eingetragen, 2 reicht nicht, um einen Verein zu gründen. Also bleibt ihm nur die GmbH, weil die Genossenschaft brauchen sie auch 3. Bleibt nur die GmbH, die sie schon mit einem gründen könnten. Das ist so eine Frage. Dann ist natürlich auch die Frage Zwangsmitgliedschaften, Prüfungsverband und so weiter. Bei der GmbH sind sie auch Zwangsmitglied in der Industrie- und Handelskammer, in der IHK. Welche Kosten sind damit verbunden? GmbH, wie gesagt, muss Buch führen, also eine Bilanz erstellen. Da werden Sie vielleicht einen Steuerberater dafür brauchen, der sich dann natürlich noch im Gemeinnützigkeitsrecht auskennen muss, weil das ein spezieller Kontenrahmen ist. Ja? Ich glaube, es sind Steuerberater anwesend von Ihnen. Der SKR 49 wird ja neu aufgelegt, soweit ich das mitbekommen habe. Also da sollte man schon wissen, was man macht und was die 4 Sphären sind. Also wenn Sie Steuerberater suchen, fragen Sie, macht er in 4 Sphären. Wenn der keine Ahnung hat, was das sein soll, dann ist er raus. Gut, Formalia und so weiter, wie gesagt, gibt es irgendeine staatliche Anerkennung wie bei der Stiftung oder sowas? Brauchen Sie eine Gründungsprüfung? Das müssen Sie sich einfach auch mit überlegen. Dann die Willensbildung ist natürlich auch ein Punkt. Wer soll denn das Sagen haben bei Ihnen in der Organisation? Sagen Sie, die Gründer, die sollen auf jeden Fall lebenslang irgendwie das Sagen haben. Können Sie im Verein gestalten? Können Sie sagen, irgendwie die Gründer sind auf Lebenszeit Vorstand? Können Sie machen. Können auch sagen, die Stifter sind auf Lebenszeit Vorstand der Stiftung. Können Sie auch machen. Sowas ist eine Überlegung, die Sie machen müssen. Und dann natürlich gerade, wenn Sie gestalten wollen, irgendwie noch einen Beirat, einen Aufsichtsrat oder sowas installieren, weil Sie da noch Leute von extern, vielleicht aus Wissenschaft und Politik, wird ja auch gerne gemacht, mit reinholen wollen. Welche Kompetenzen soll dann so ein Kuratorium haben? Soll das irgendwas zu sagen haben? Soll das vielleicht mitbestimmen können? Das ist alles so eine Überlegung, die Sie anstellen müssen. Weil sowas bei einer Genossenschaft nicht geht. Ja, da haben Sie Vorstand, Aufsichtsrat. Das müssen eben das müssen eben Genossenschaftsmitglieder sein. Da können Sie keine externen Personen reinholen, nur weil die irgendwelches Know-how haben. Das müssen Sie anders gestalten. Im Verein können Sie das frei machen. Und das ist auch schon der Punkt mit der Gestaltungsfreiheit der Satzung. Sagen Sie, okay, so eine Standard-GmbH von der Stange, die nehme ich mir, dann nehme ich vielleicht sogar das Musterprotokoll aus dem Anhang zum GmbH-Gesetz, da spare ich auch noch Notarkosten, nehme ich, passt. Ja. Dann würde das gehen, wenn Sie sagen, oh, wir wollen da was ganz Spezielles aufbauen und wir machen da noch irgendwie was vielleicht mit Kryptowährungen, irgendwie mit Token und wir machen irgendein bestimmtes Abstimmungsprinzip, irgendein Konsensverfahren oder irgendwie sowas, dann brauchen Sie Gestaltungsfreiheit in der Satzung. Dann sind Sie mit dem Verein vielleicht am besten aufgehoben. Das Gleiche bei Offenheit für Satzungs- und Zweckänderungen. Und ganz wichtig, der Ein- und Austritt von Mitgliedern und Gesellschaftern. Bei der GmbH, jeder Gesellschafterwechsel ist notariell zu beurkunden. Das heißt, jedes Mal, wenn ein neuer Gesellschafter reingeht oder einer rausgeht, ein Wechsel stattfindet, müssen die zum Notar gehen. Beim Verein interessiert eigentlich fast keinen, müssen sie natürlich protokollieren, sie haben irgendwie ein Mitgliederverzeichnis, Genossenschaft das gleiche, Aktiengesellschaft noch einfacher. Im Grundfall GmbH eben nicht. Ja? Das sollte der Gesellschafterkreis schon irgendwie bestehen bleiben und ist nicht offen für einen dauernden Wechsel. Dann Aufwand laufende Verwaltung, habe ich Ihnen gesagt, mit Bilanzierungspflicht und so weiter. Organisationsstruktur, hatte ich Ihnen auch gesagt. Welche Organe wollen Sie haben? Wie viele Leute sollen da rein? Da wieder Achtung bei der Genossenschaft. Bei einer größeren Genossenschaft brauchen Sie schon mal 5 Leute, die sich bereit erklären, so eine verantwortungsvolle Position zu übernehmen. Ja, im Verein würde einer reichen, theoretisch. In der GmbH oder GmbH auch. Wollen Sie dem Weisungen erteilen? Ja, und dann natürlich der Punkt der Haftung. Und da hatte ich Ihnen ganz am Anfang gesagt, bei juristischen Personen, dass wir uns nur die anschauen und der Vorteil dieser juristischen Personen ist, dass da die Mitglieder grundsätzlich nicht für haften. Ja, in der Genossenschaft kann man die Haftung ausschließen in der Satzung, macht man standardmäßig, bei den anderen Rechtsformen schon von der Rechtsform her die Haftung der Mitglieder ausgeschlossen. Ja, außer, Achtung wieder, beim Verein, wirtschaftlicher Verein nicht ausgeschlossen, da haften die Mitglieder persönlich, nicht wirtschaftlicher, ideeller Verein ist eben ausgeschlossen, die Haftung. Das sind alles Punkte, die Sie sich überlegen müssen. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde rum, aber ich möchte Ihnen noch was sagen. Einige von Ihnen sind ja schon in der Rechtsform und denken sich jetzt vielleicht, vielleicht sind wir da rausgewachsen, vielleicht machen wir sehr viel wirtschaftliche Tätigkeit, vielleicht läuft der Bratwurstverkauf so gut, dass wir den in eine Aktiengesellschaft auslagern wollen. Dann machen Sie das. 2 Möglichkeiten, die am häufigsten gewählten. Sie können bestehende Rechtsformen relativ einfach umwandeln. Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt einen e.V., einen Kindergarten e.V. meinetwegen
und sagen, also eigentlich gibt es da nur noch so zwei Mitglieder, die tatsächlich aktiv sind. Die Eltern halten sich da komplett raus, es ist keine Elterninitiative mehr. Die Eltern halten sich da komplett raus, sehen sich eigentlich nur noch als Vertragspartner, den Verein als Dienstleister quasi. Eigentlich brauchen wir diesen Verein nicht mehr oder es passt auch nicht mehr wegen der Wirtschaftlichkeit und so weiter. Dann können Sie den umwandeln in eine GmbH. Ja, die Möglichkeit steht Ihnen offen, aus den anderen Rechtsformen natürlich auch. Genossenschaft können Sie auch zur GmbH machen. Sie können auch den Verein zur Genossenschaft machen. Wäre auch eine Möglichkeit, wenn Sie sagen, okay, wir sind tatsächlich wirtschaftlich tätig, wir wollen das jetzt ein bisschen anders machen. Dann haben Sie die Möglichkeit des Formwechsels. Bedeutet einfach, die alte Rechtsform erlischt, die neue ist da und alle Verträge, Vermögen, Mitglieder und so weiter gehen über. Gehört dann quasi alles der neuen Rechtsform. Ja? Man sagt ja, der wechselt nur sein Rechtskleid, heißt das. Also aus e.V. wird GmbH, Rest bleibt gleich. Eine Möglichkeit und eine andere Möglichkeit, um bei dem Beispiel von Kindergärten zu bleiben, wenn Sie sagen, ja, wir waren mal eine Elterninitiative, mittlerweile hat sich das alles professionalisiert, wir haben eine pädagogische Leitung, wir haben eine kaufmännische Leitung vielleicht, ein Vorstand hat sich da hervorgetan und wird über seine typische Laufzeit, seine typische Amtszeit hinaus, die immer den Aufenthalt des Kindes natürlich beträgt, hinaus da tätig bleiben, wäre auch eine Möglichkeit, das auszugliedern. Dass Sie sagen, der Verein bleibt bestehen als Förderverein und der Verein selbst errichtet eine Tochter GmbH, habe ich Ihnen ja gesagt, ein Gesellschafter reicht ja. Der Verein selbst gründet eine Tochter GmbH, da packen wir den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb rein. Im Wege der Ausgliederung können wir das einfach runterziehen. Da sind dann alle Verträge, alle Angestelltenverhältnisse, da packen wir einen Geschäftsführer rein, der Ahnung davon hat, der bilanzieren kann, der weiß, was vier Sphären sind und wie man die buchstabiert. Das ist gut und dann bleibt der Verein einfach bestehen als Gesellschafter. Und jetzt ein Trick für die, die noch mitdenken. Dadurch, dass der Verein ja Gesellschafter ist, kann der dem Geschäftsführer gegenüber Weisungen erteilen. Das heißt, der Verein behält das Sagen auch in der GmbH. Und da im Verein, der wird ja vertreten durch den Vorstand, die Mitgliederversammlung Weisungen an den Vorstand erteilen kann, könnte die Mitgliederversammlung dem Vorstand die Weisung erteilen, wie der Vorstand dem Geschäftsführer eine Weisung zu erteilen hat. Und damit behalten quasi die Mitglieder das Sagen auch im laufenden, also nicht direkt im laufenden, aber im normalen Geschäftsbetrieb der GmbH. Ja, dadurch können Sie dann vieles schützen, was hier auf der Folie alles steht, löst viele Probleme, ist ein Weg tatsächlich, der häufig gegangen wird, auch um einfach Tätigkeiten oder Wirtschaftsbetriebe auch zu professionalisieren oder Non-Profit-Organisationen zu professionalisieren. So, abschließende Hinweise und dann gerne Ihre Fragen und Diskussionen. Abschließende Hinweise, einer ist, es gibt einen Newsletter, der ist kostenlos und trotzdem gut und das ist eine Kombi, die ist selten. Da geht es um Non-Profit-Recht, Gesellschaftsrecht, auch Gemeinnützigkeitsrecht. Abonnieren Sie den einfach, kostet ja nichts. Dann haben Sie monatlich quasi aktuelle Rechtsprechung, aber auch Gesetzgebung, bleiben ein bisschen auf dem Laufenden. Da drin enthalten Sie natürlich auch Hinweise zu den kommenden Webinaren beim Haus des Stifters. Und sollte es Ihnen gefallen haben, würde ich mich persönlich freuen über eine Bewertung bei wienheller.com/Bewertung, weil hier nämlich regelmäßig die goldene Eule, die Sie hinter mir sehen, verliehen wird für Marketingleistungen und die hat irgendwie sich hier eingenistet. Die kann hier auch bleiben und uns hilft es natürlich einfach auch zu sehen, ob Ihnen die Formate, die wir anbieten, gefallen. Meine Kontaktdaten finden Sie hier, sollten Sie Fragen haben. Gerade wenn Sie individuelle Rechtsfragen haben, dann bitte wenden Sie sich einfach direkt an die hier stehenden Kontaktdaten. Und ansonsten, Frau Perisch, freue ich mich jetzt auf Ihre Fragen und ein bisschen Diskussion und Austausch. Ja, vielen Dank an dieser Stelle schon mal an Sie, Herr Vielwert. Ich gehe auch direkt in die Fragen über. Und starte gerade mit einer Frage, die sich an das, was Sie gerade wiedergegeben haben, anlehnt, ist das Umwandlungsgesetz auch auf Stiftungen, also rechtsfähige und Treuhandstiftungen anwendbar? Nein, also auf Treuhandstiftungen nicht, weil das nur eine Vertragsgestaltung ist, keine richtige Rechtsform. Und Stiftungen, das habe ich gestern tatsächlich erst nachgeschaut, aber Stiftung ist ein äußerst komplexes Thema. Sie können eine Stiftung grundsätzlich nicht einfach umwandeln. Ja? Sie könnten einen Verein, das Vereinsvermögen einbringen in eine Stiftung. Das würde gehen, aber nicht im Sinne von so einer Umwandlung und aus einer Stiftung heraus irgendwas rauswandeln. Das funktioniert nicht. Okay, vielen Dank. Eine Frage für die Rechtsform der GmbH. Also eine GmbH, die können ja verkauft werden und zwar nach dem aktuellen Wert der GmbH. Kann eine GmbH zum aktuellen Wert verkauft werden oder nur für das angelegte Kapital?
Das heißt, wenn der Verein eine GmbH gründet und 50.000 Euro einlegt, wenn die GmbH wächst und wächst und wächst, kann die GmbH für den aktuellen Wert dann auch verkauft werden? Das ist eine super schwierige, super spannende und super gute Frage, weil das Problem tatsächlich ist, dass grundsätzlich Sie, wenn es eine GmbH ist, ja keinen Vermögenszuwachs bei den Gesellschaftern haben dürfen, weil Sie ja profitieren würden ansonsten von der Gemeinnützigkeit. Und grundsätzlich, also es ist umstritten, grundsätzlich wird tatsächlich gesagt, wenn das Überwert, also über dem Nennwert, ja, wenn Sie 50.000 reingegeben haben, 25.000, wenn Sie es drüber verkaufen, gefährdet das die Gemeinnützigkeit der GmbH. Ja, das heißt, die könnte die Gemeinnützigkeit tatsächlich verlieren. Wir sehen so manchmal ein paar Ausnahmen, wo man sagen muss, naja, also eigentlich in den und den Fällen geht es. Da geht es gerade um Verkäufe an andere gemeinnützige Organisationen oder wenn gemeinnützige Organisationen eben die Gesellschafter waren. Da kann man es ein bisschen anders sehen. Aber im Grundsatz ist da tatsächlich Gemeinnützigkeit schädlich, wenn sie es über dem Nennwert verkaufen. Okay. Ist der Geschäftsführer eines gemeinnützigen eingetragenen Vereins haftbar? Der Geschäftsführer eines eingetragenen Gemeinnützigen, so, da müssen wir jetzt natürlich erstmal die Grundlage legen, irgendwie, der Verein hat normalerweise keinen Geschäftsführer, kann einen solchen natürlich vorsehen in der Satzung und diesen auch als besonderen Vertreter bestellen. Das war mal auf einer Folie irgendwo angedeutet. Wenn der als besonderer Vertreter bestellt ist, dann ist der auch eingetragen ins Vereinsregister, hat originäre Vertretungsmacht und lauter so ein Zeug. Vermutlich reden wir über so einen Geschäftsführer. Dieser Geschäftsführer ist, wie auch der Vorstand und die anderen Vertretungsorgane in den anderen Rechtsformen, grundsätzlich nicht persönlich haftbar. Er ist persönlich haftbar, wenn er, platt gesagt, Mist baut. Er ist haftbar gegenüber dem Verein, beziehungsweise GmbH, wie auch immer, wenn er Pflichtverletzungen begeht. Ja, wenn er es also schleifen lässt, also wenn es seine Aufgabe ist, er muss natürlich erstmal eine Pflicht haben, die er verletzen kann, wenn er die Pflicht hat, zum Beispiel ordnungsgemäß Buch zu führen. Und darin eingeschlossen ist natürlich auch die richtige Beurteilung, in welche Sphäre gehört irgendwas. Und abhängig von dieser gemeinnützigkeitsrechtlichen Sphäre entscheidet sich ja, ob bzw. wie viele Steuern man auf irgendwas zahlt, zum Beispiel auf den Bratwurstverkauf. Wenn da was schiefläuft und dadurch dem Verein ein Schaden entsteht und es die Pflicht war, des Geschäftsführers diesen Schaden abzuwenden und er diese Pflicht verletzt hat, und zwar was er auch zu vertreten hat, dann haftet er dem Verein dem Verein gegenüber für diesen Schaden. Da gibt es dann so D&O-Versicherungen, was man abschließen kann und so weiter. Aber das ist der Grundsatz. Für Pflichtverletzungen haftet er dem Verein gegenüber. Nach außen kann er auch mal haften, aber das sind so ein bisschen Ausnahmetatbestände, beziehungsweise gerade bei Vereinen, die Angestellte haben, haftet derjenige, der quasi verantwortlich ist für die Abführung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, haftet dem Staat gegenüber, beziehungsweise den Sozialversicherungsbehörden, dem Finanzamt gegenüber, auch persönlich für nicht abgeführte Steuern und Sozialversicherungsabgaben. Ja, also das ist tatsächlich ein Fall, wenn Sie da gesetzliche Pflichten verletzen, haften Sie auch dem Staat, sage ich jetzt mal so untechnisch gesprochen, gegenüber. Das kann auch passieren. Ja, also nur für Pflichtverletzungen. Mhm. Ah ja. Und hier haben wir eine ganz spezielle Situation. Welche Organisationsform bietet sich an, wenn man in mehreren Ländern als Non-Profit-Organisation aktiv sein will? Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Kann man da pauschal was sagen? Pauschal kann man gar nichts sagen. Und Frau Perisch, um es mit Ihren Worten zu sagen, es kommt drauf an. Es kommt nämlich drauf an, was man in den anderen Ländern machen will. Wenn man da tätig sein will, weil man Spenden einsammelt, wird man sich angucken müssen, was sind die Voraussetzungen vor Ort, damit die Spender das auch steuerlich geltend machen können. Und das kann sein, so wie in Deutschland, dass sie auch eine ortsansässige, eine lokale Einheit haben, die das einsammelt. Wenn sie Projekte durchführen wollen im Ausland, dann kommt es auch wieder drauf an. Grundsätzlich können sie auch als deutsche gemeinnützige Organisation im Ausland ihre Zwecke verwirklichen. Ja, das ist, glaube ich, entweder machen sie es selbst, indem sie da Leute hinschicken, oder sie kooperieren mit anderen Organisationen. Dafür der Hinweis auf unser Webinar am 14. November, Kooperation von NPOs, was gerade im Zusammenhang mit Ausland interessant ist. Oder sie werden da selbst vor Ort einfach tätig. Dann nur der Hinweis, was weniger mit Recht, also mit unserem Recht jetzt zu tun hat. Aber in vielen Ländern ist es natürlich auch so, dass es da Förderprogramme gibt, dass diese Förderprogramme aber als Voraussetzung haben, dass sie eine Rechtsform haben, die dort auch entweder ansässig ist oder steuerpflichtig ist oder wie auch immer. Das heißt, aus Finanzierungsgesichtspunkten, Förderprogramme etc., kann es schon notwendig oder sinnvoll sein, dass Sie eine eigene Einheit dort vor Ort haben.
Dann stellt sich natürlich die Frage, wie bauen Sie es auf? Dann haben Sie vielleicht eine deutsche Muttereinheit, einen deutschen Mutterverein, der dann einzelne Tochter GmbHs oder was es halt in den Ländern gibt, Tochtereinheiten in den einzelnen Ländern hat, aber das Sagen behält im deutschen Hauptverein. Sowas, wie ich vorhin gesagt habe, mit ausländischen Organisationen, die in Deutschland tätig werden wollen und hier eine Tochter GmbH errichten, das ist einfach was, was in der Praxis häufig vorkommt. Und es sind ja die gleichen Überlegungen, die Sie jetzt aus deutscher Perspektive anstellen. Warum oder wie sollten wir im Ausland tätig werden? Und die Überlegungen, die diese ausländischen, meist britischen Organisationen haben, sind eben Abzug von Spenden bei Zuwendungen an uns und natürlich sowas wie Zugriff auf Fördermittel und sowas. Also pauschal kann man es nicht sagen, ja. Okay. Ist es richtig, dass eine Umwandlung von Verein zu GmbH die Zustimmung aller Mitglieder benötigt, da diese zunächst geschlossen austreten müssen, um nicht automatisch zum Gesellschafter zu werden? Grundsätzlich ist da viel Richtiges dran. Also grundsätzlich ist es so, wenn eine Umwandlung beschlossen wird, müssen alle zustimmen, weil die, die bislang Vereinsmitglieder waren, werden dann GmbH-Gesellschafter. Das ist vielleicht nicht von allen gewollt. Das heißt, das, was Sie beschreiben oder der Fragesteller ist eigentlich, das ist der Weg in der Praxis, wo Sie es so machen, dass alle Mitglieder vor der Umwandlung austreten. Also die stimmen natürlich zu, dass so eine Umwandlung gemacht werden soll und so weiter in einem Grundsatzbeschluss. Danach treten die dann aus und nur noch mindestens ein Vereinsmitglied bleibt drin, der dann Gesellschafter in der GmbH wird, bei einem reinen Formwechsel. Ja, das ist tatsächlich der Weg, den man da einfach geht, weil sie keine 20 GmbH-Gesellschafter haben wollen. Also es muss nicht sein, aber es ist so der typische Weg. Und wenn ein Verein einen Vorstand hat und dieser gleichzeitig Geschäftsführer der GmbH ist, wie soll man ihn kontrollieren, wenn die Vereinsmitglieder bzw. die Versammlung weisungsberechtigt ist und der Vorstand letztendlich doch die Entscheidung trifft? Bei so einer Konstruktion müssen Sie sowieso aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht aufpassen. Wenn der Vorstand identisch ist mit dem Geschäftsführer der GmbH, und ich nehme jetzt an, das war ja eine Tochter GmbH, dann kann das dazu führen, Entschuldigung, dass die Mittel, die also die Gewinne, die von der GmbH erwirtschaftet werden, wenn die als Gewinnausschüttung an den Verein gehen, dass das dann als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb steuerpflichtig sein kann. Aber Punkt an anderer Stelle. Also will nur sagen, irgendwie die Konstruktion ist sowieso schon ein bisschen gefährlich. Und ansonsten nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Die Mitgliederversammlung ist ja dem Vorstand gegenüber weisungsbefugt. Das heißt, die Mitgliederversammlung behält ja das Sagen. Und ob dann der Vorstand quasi nochmal in die Gesellschafterversammlung muss, um den Geschäftsführer anzuweisen, oder der Vorstand als Geschäftsführer das quasi abkürzt, weil er weiß, was ihm droht, das ist ja dann gehüpft wie gesprungen. Aber die Mitgliederversammlung eben bleibt weisungsbefugt dem Vorstand gegenüber und dadurch haben sie das erreicht am Ende. Dann bei einer Stiftung gehen Spenden automatisch in das Grundstockvermögen oder können sie als Ertrag gezählt und damit verwendet werden? Ja, grundsätzlich gehen Spenden in die sogenannten zeitnah zu verwendenden Mittel, das heißt nicht ins Grundstockvermögen. Kommt ein bisschen auf die Stiftung, auf die Satzungsgestaltung an und so weiter, aber der normale Weg ist, dass Spenden tatsächlich in die generierten Mittel kommen und sogenannte Zustiftungen, die kommen ins Grundstockvermögen. Ja, man kann es in der Satzung ein bisschen anders gestalten, aber Grundsatz ist Spenden tatsächlich dann zur tatsächlichen Zweckverfolgung. Und können Sie irgendwas sagen über die ungefähren Kosten für eine Umwandlung eines Vereins, zum Beispiel in eine GmbH? Ja, Sie können, also das Problem ist, dass Sie dann natürlich gemeinnützigkeitsrechtlich aufpassen müssen, weil Sie die GmbH-Satzung also aufstellen müssen, dass die auch gemeinnützig ist. Sie müssen viel mit dem mit dem Finanzamt absprechen. Sie müssen viel mit dem Notar abstimmen. Und diese ganzen Versammlungen, Sie brauchen ja dann noch eine Gesellschafterversammlung, also eine Gründungsversammlung oder GmbH. Sie brauchen dann die Versammlungen im Verein, um das Ganze zu beschließen, um die Umwandlung zu beschließen, den Formwechsel. Das heißt, da gibt es so bis zu 10.000 Euro würde ich mal für den ganzen Prozess mit kalkulieren. Okay, jetzt haben wir auch 12 Uhr und damit sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank nochmal an Sie, Herr Vielwert, auch an Frau Wolf und Herr Demmler, die im Hintergrund eben mitgearbeitet haben. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Teilnehmende, dass Sie heute mit dabei waren. Ich hoffe, Sie haben viel wichtigen Input bekommen, der Ihnen in Ihrer Arbeit weiterhilft. Und wie auch schon angesprochen von Herrn Vielwert, wird unser nächstes Webinar
rund um dieses Recht um 11 Thema am 14. November stattfinden. Den Link dazu, falls Sie sich noch anmelden möchten, haben wir Ihnen in den Chat gepostet. Damit verabschiede ich mich auch für heute von Ihnen und wünsche Ihnen allen noch einen guten Tag und sage bis bald. Schönen Tag, Wiederschauen.